Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und noch eine zauberhaftere Woche mit ganz vielen tollen magischen Momenten und natürlich mit vielen guten Büchern. Ja, sorry, dass es gestern keinen Vlog gab, aber bevor wir jetzt gleich damit starten, warum es keinen Vlog gab und so weiter und so fort. Hier oben steht irgendwo Dauerwerbesendung, weil wir jetzt über Bücher reden und so weiter und das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Und ja, es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Das ist der Punkt, weswegen es eine Dauerwerbesendung ist. Außerdem unten in der Infobox ist verlinkt alles, was wir erwähnen, so gut es geht, soweit wir uns dran erinnern. Und da gibt es Links, die zu Amazon gehen. Wenn ihr über diese Links etwas bestellt, bekommen wir Prozente, weil wir im Partnerprogramm sind. Für euch ändert sich dabei nichts, außer dass ihr den Kanal unterstützt. Und das andere ist, es ist ein Rezi-Exemplar dabei, das wir ja, euch dann zeigen werden. Und wir sagen es dann auch dazu, das ist das Rezensionsexemplar. Genau, und wichtig ist noch, es gibt Zeitstempel unten. Also wenn euch irgendein Thema nicht interessiert, könnt ihr einfach vorspringen, ganz praktisch. Ich liebe diese Funktion mittlerweile. Ich finde das super. Gut, es gab keinen Vlog. Warum gab es keinen Vlog? Weil wir waren gerade aus der Stadtbücherei raus. Ja, ich weiß. Kommen wir gleich noch zu. Da erwischte uns dann eine WhatsApp-Nachricht, dass jemand Hilfe braucht von unserem Freundeskreis. Und so sind wir ja gleich los, haben noch andere Leute alarmiert, war wirklich was Größeres, hat sich alles dann im Wohlbefinden aufgelöst. War wirklich eigentlich viel Lärm um nichts, aber es war erstmal viel Lärm. Ja, 5 Stunden lang Lärm. Dann hatten wir natürlich auch keine Lust mehr, für euch was abzudrehen, weil wir waren einfach groggy. Wir sind vor allem, es war so warm. Und ja, aber ich habe wieder mal entdeckt, wie schön auch mal eine Stadt sein kann, wenn man sich da mal wieder rein verliert. Mit was für wunderschönen Gebäuden und schönen Ecken eigentlich auch zum Fotografieren. Nur war dafür leider keine Zeit gestern. Und, nein, weil es wurde jemand gesucht. Und das Smartphone hat auch gesagt, nur noch 14%. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, toll. Dann lieber. Jetzt. Ma hätte das noch mehr genossen, wenn sie hätte auch mal zwischendurch anhalten können und zu fotografieren. Aber das ging ja nicht. Ja, es war jemand verschollen gegangen. Aber alles okay, alles super. Alles gut aufgeklärt. Ja, es war einfach nur, dass jemand einen Spaziergang gemacht hat und niemand das davon gesagt hat. Und ein wenig die Zeit aus dem Auge verloren und hat. Und alle sich Sorgen gemacht haben, weil es ja auch nochmal so warm war und wegen Dehydrieren und so weiter. Es war ein wenig hektisch und ein wenig, ich muss sagen, ich war auch relativ unkig, dass das alles nicht so voller Wohlbefallen und so weiter ausgehen würde. Aber alles ist gut ausgegangen und wir sind ganz froh genau darum. So. Ja, und natürlich, wenn man so einen Nothilferuf bekommt, da ist dann Drehen nicht angesagt. Da bedeutet es dann, okay, ich hätte mal Wanderschuhe anziehen sollen, weil ich habe mir eine Blase gelaufen. Aber jetzt übertreibt sie. Also Wanderschuhe waren wirklich nicht nötig. Nein, aber ich habe meine neuen Chucks angezogen. Das ist immer ich habe nicht drüber nachgedacht. Die habe ich jetzt halt noch nicht ganz so oft getragen und die waren nicht richtig eingelaufen und ich habe einfach, so wie du bist, tobst du los. So wie du bist, brichst du auf. Ich habe nicht drüber nachgedacht, mir meine anderen Schuhe anzuziehen, die sehr weiche Sohlen haben und echt ideal dafür geeignet sind. Schief gelaufen, würde ich mal so sagen. Aber es war, ja, viel Lärm um nichts. Gott sei Dank viel Lärm Aber um es nichts. War auch eine schöne Woche. Ich habe meine Freundin, die ich ganz lange nicht gesehen habe, sehen können. Ihr wisst ja, wegen Corona ist das ja alles immer ein bisschen tricky. Und die Frau, die ich als meine Zweitmutter bezeichnen sollte oder als meine Patentante. Ich sage meistens, sie ist meine Patentante. Fairy-Godmother. Ja. Das hört sich noch schöner an. Ja, meine Fairy-Godmother. So, ja, genau, sie... Gut ist sie auch. Yeah. Sie ist auch gut. Ja, ich bin auch sehr, sehr happy, weil genau zu dieser Frau geht es dann nochmal diese Woche. Mhm. Irgendwann, weil sie sich jetzt endlich dafür entschieden hat. Nach viel, hol es dir jetzt endlich.
Und es ist mein größter Wunsch, bitte, bitte tu es doch endlich. Ja. Sie holt sich jetzt endlich ein Smartphone, um lange jetzt hier noch um den Brei rumzureden. Das wird dann natürlich viel einfacher, besser in Kontakt zu bleiben, ja, weil man sich ja auch mal Fotos schicken kann. Wie soll ich jemandem erklären, dass ich irgendetwas Wunderschönes habe, wie hier zum Beispiel den Baum, wie soll ich ihr den beschreiben? Kann ich natürlich, aber besser ist es ja, ich mache mal einmal Klick und sage, schau mal, wie findest du? Ja, furchtbar würde sie finden, das weiß ich wahrscheinlich. Schon. Das ja, ist so egal. Überhaupt nicht ihr Geschmack. Aber ich werde ihr also das Smartphone erklären, bei ihr habe ich da noch nicht so die Bedenken, aber ich erkläre auch ihrer Tante das Smartphone. Die macht mich jetzt schon ein bisschen rappelig, weil sie sagt, sie versteht gar nichts von Technik. Und das stimmt, sie hat halt auch keinen Computer, hat nie mit dem Computer gearbeitet und so weiter. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Sie hat selber keine Hoffnung, dass sie es kapieren wird. Ich sage, ich bin eine gute Lehrerin. Von mir will keiner was erklärt bekommen. Nein, von Ma will keiner was erklärt bekommen. Das haben sie abgelehnt, den Vorschlag, weil Ma es ganz schnell persönlich nimmt, wenn jemand es nicht greift. Ja, das stimmt. Und ich immer nur denke, das machen sie nicht extra. Das machen sie jetzt gerade nicht extra. Sie verstehen es einfach nur wirklich nicht. Und darum freut die Welt sich und ich mich auch und alle Kinder dieser Welt, dass ich nicht meinen Berufswunsch, den ich irgendwann mal gehegt habe, Lehrerin zu werden, verfolgt habe. Also das Schicksal wusste schon, warum es sagte, du nicht Lehrerin. Ja, ja, diese Woche steht also für mich noch ein... ich wäre nicht so nervös diesbezüglich, wenn... sie mich nicht so nervös machen würde. Sie macht mich fürchterlich nervös, weil sie immer sagt, oh, das wird so schrecklich mit mir und so weiter, dass ich jetzt schon denke, oh mein Gott, das wird die Vollkatastrophe. So langsam steckt ihre Nervosität mich an, aber ich vertraue da einfach mal meine Fähigkeiten. Aber das wird noch was diese Woche. Also ich glaube, dass es diese Woche so weit kommen wird, dass wir uns darum kümmern. Dass es so weit kommen wird, ui, ui. Aber jetzt erstmal tief durchatmen, relaxen und gerade steht es noch nicht an. Das Smartphone habe ich schon für sie eingerichtet, das ist alles okay. Jetzt muss es nur noch sein, dass das erklärt wird und das ist für sie eine tolle Sache, weil sie... fotografiert so gerne. Sie ist so gerne am Fotografieren und sie hatte auch ihren kleinen Camcorder dabei, als ich sie getroffen habe. Sie hätte mir das, der hält, also so eine kleine alte Digitalkamera, wie man sie vor Jahren hatte. Und dann hält sie mir das Display dahin und ich bin sehr froh, dass das Display so schlecht war, weil sie mir dann gezeigt hat, wie ein Greifvogel eine Ratte gefangen hat und die Ratte hat sich... Sie hat dir das Foto gezeigt? Ja, natürlich. Und ich habe gesagt, zeig das bloß nicht mal. Und die Ratte hat im Flug den Vogel getötet. Es war eine Unbegreiflichkeit, dass das passieren könnte. Wäre bestimmt Foto der Woche geworden, aber... Ja. Und sie hat mir das unter die Nase gehalten und ich habe nur gedacht, ah, das ist irgendwie ein Greifvogel, nett, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesehen, ah, der Blutfleck, okay, vielleicht doch nicht so nett. Und dann habe ich gleich gesagt, zeig das bloß nicht mal. Ma kann so etwas nicht sehen. Ich auch nicht, aber okay, dann kann ich ja wenigstens noch mal schützen vor diesem Bild. Aber das Interessante war, umso mehr ich ihr eigentlich sagte, was sie alles in diesem Multifunktionswerkzeug mitgeliefert bekommt. Eine Taschenlampe, die Kamera, die sie dann ja auch nicht mehr mitschleppen muss. Sie hat ein Navigationsgerät da drin, eine Suchmaschine. Sie könnte sogar Spiele drauf haben, wofür sie gar kein Verständnis hatte. Wofür? Ja, du kannst Musik darüber hören. Das war dann etwas, da gingen die Ohren etwas weiter auf. Aber letztendlich hat sie sich dann vorgestellt, so viel Technik und wie soll ich damit klarkommen? Ja, also ich schraube mich da jetzt echt zurück. Wurde sie noch nervöser? Ja. Das ist was anderes bei meiner Patentante. Da habe ich gleich gestern mit ihr telefoniert, weil die auch aufgeschreckt worden war durch bestimmte Personen weg. Und dann hatten wir noch geredet, so zum Abklang des Tages. Und dann hatte ich gesagt, so, und ich werde ja auch noch ein paar Spiele drauf installieren. Und da hat sie gesagt, ja, bringen wir das und das drauf. Ihre Tante hatte gesagt, nein, die braucht keine Spiele. Wozu braucht die Spiele? Und ich kenne noch meine, ich sage immer Patentante, dann wisst ihr jetzt, wen ich meine. Ich kenne aber meine Patentante, ne?
Die spielt Gärtner. Und kennt ihr noch diese Moorhühner, die man abballern konnte? Ich weiß gar nicht, ob es diese App überhaupt noch gibt oder... Ja, das hat man ja noch am Computer gespielt damals. Genau, das hat man dann ja noch am Computer gespielt und das fand sie ganz fantastisch. Also da hatte sie richtig ihren Spaß dran. Mhm. Ja. Ja, hat lang, lang ist es her. So. Ja, ich habe euch ja gesagt, ich war wieder in der Bücherei. Wir waren ja bevor das Rennen losging, aller wo ist betreffende Person, waren wir in der Stadtbücherei. Und ich muss sagen, ich gebe im Moment immer sehr viel ab da auch wieder, ne? Es ist einfach so, ich freue mich außerdem. Am 17. sind endlich die Bücher freigegeben, an die ich ran will. Ich hätte mich nicht mehr so viel eindecken sollen, aber egal, ich suche im Moment nach den richtigen Genre. Ich freue mich auch riesig darauf, weil das ein Video war, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das hat mir richtig Freude gemacht. Das wird jetzt am Mittwoch, denke ich, hochgeladen werden. Das waren die Leseziele. Aber ich wollte erst den Jahresrückblick, Mar wollte noch ihren TBA hochgeladen bekommen, weil sonst würde das ja alles keinen Sinn mehr machen und so weiter. Und deswegen, zeitliche Abfolge, musste ich jetzt mit dem Video, auf das mich so freue, so lange warten, mit den Lesezielen. Und ganz klar, ich will bessere Bücher finden, Bücher, die mir besser gefallen. Und das bedeutet, dass ich ein bisschen aus meiner Komfortzone gehe, mal nach bestimmten Themen die Regale absuche, mal gucken, zu welchem Buch es mich führt. Der Baum der Wünsche, im Moment mein bisheriges Jahreshighlight, ich bin in die Bücherei gegangen, das war jetzt nicht dieses Mal, es war das Mal davor, und habe gedacht, okay, du guckst jetzt mal so nach naturbezogenen Büchern. Und dann habe ich halt dieses Buch da rausgezogen und ich hätte sonst niemals, niemals danach gegriffen. Und so gehe ich jetzt einfach mal mit so Themenvorstellungen, gehe ich in die Bücherei und gucke mal, was da so in den Reihen steht. Und diesmal habe ich mir ein bisschen was Meermäßiges noch mitgenommen und ich habe ein ganz tolles Buch mitgenommen, irgendwie mit der Tochter des Sturms oder das Mädchen, das den Wind rufen konnte oder so. Es hört sich grandios an. Ich freue mich riesig darauf. Hätte ich gestern noch irgendwie ein bisschen Kapazität gehabt, hätte ich reingelesen. Habe ich aber nicht gehabt. Stattdessen haben wir Beetlejuice geguckt. Mar ist dann irgendwann ins Bett gegangen und ich habe den Film noch zu Ende geguckt. Aber ja, jedenfalls ich gebe im Moment bei der Bücherei immer wieder einen Stapel ab, hole mir einen neuen Stapel, bis ich jetzt mal so ein bisschen wieder weiß, was mir gefallen könnte. Weil es macht ja keinen Sinn, dass ich immer wieder sage, das Buch hat mir nicht gefallen und das Buch hat mir nicht gefallen. Ich glaube einfach, dass ich im Moment noch die falsche Buchauswahl habe und deswegen gucke ich mich halt um. Für mich ist es gerade total hart, weil ich ganz, ganz viele Bücher mir ausgesucht hatte bei der Stadtbücherei. Ich habe jetzt mich aber auch schweren Herzens von einigen schon wieder getrennt, all derweil mir andere Bücher dazwischen gekommen sind. Zu dem einen kommen wir jetzt gleich, zu dem anderen auch. Und dann habe ich gesehen, dass ein zweiter Teil von einer Reihe rausgekommen ist, die ich auch gerne weiterverfolgen wollte. Doof, dass ich es mir jetzt hier nicht hingelegt habe, aber egal. Lasst euch einfach überraschen, nächste Woche spätestens seht ihr es, denke ich mal. Und darum habe ich gesagt, okay, das und das und das schaffe ich jetzt garantiert nicht. Die sind mir aber auch nicht so wichtig, die gebe ich erstmal zurück, damit andere sie sich ausleihen können. Ich behalte sie jedenfalls im Auge, aber ihr dürft euch freuen, ich bin gerade ziemlich happy mit meinen Büchern. Was ich im Moment nicht benutze, ist tatsächlich Hörbücher zu hören, weil ich gemerkt habe, dass ich trödel, wenn ich Hörbücher höre, weil ich es noch ein bisschen rausziehen will. Wisst ihr, ihr seid an einer spannenden Stelle und dann trödelt man halt noch so ein bisschen. Und das so im Alltag, in den Sachen, die man eigentlich schnell bewältigen sollte oder dem man nicht so ganz viel Aufmerksamkeit schenken sollte, ihr wisst es, dass... wobei man gut Hörbücher hören könnte und das ist einfach unpraktisch gerade. Deswegen keine Hörbücher im Moment bei mir. Und wie gesagt, verschiedene Genres möchte ich lesen. Aber durch Sinas, ich bin phasenweise irgendwo abgelenkt und so weiter. Ach, es ist einfach, diese Woche war einfach ein bisschen chaotisch und ich bin im Moment auch extrem chaotisch. Ich fühle mich im Moment irgendwie wie eine Schlange vor der Häutung, die halt ein neues Ich gebiert. Das
Das hört sich so doof an. Aber ich merke, dass mein Tage bringen. Ich merke, dass mein Geschmack sich verändert. Das ist es ja auch. Ich mochte die Addams, fand ich zwar die Grundidee gut, aber ich mochte eigentlich weniger einzelne Gags auch, aber ich war nicht so richtig geflasht. Ich fand es nett, aber ich war nicht so richtig geflasht. Und jetzt merke ich, ich bin von den alten Addams Family Filmen aus den 90ern total geflasht. Und Beetlejuice gestern hat mir wesentlich besser gefallen als früher. Und ich glaube, dass sich da einfach eine Geschmacksveränderung anbahnt. Und ich muss jetzt mal gucken. Ich muss einfach rausfinden, was mir gerade gefällt und was nicht. Aber interessanterweise ist es bei mir gerade so, ich war ja immer ein Fan der Addams Family und ich mochte auch die Monsters. Aber Beetlejuice war ja eine Zeit lang ein Film, den ich mega toll fand. Aber, und das ist mir gestern aufgegangen, im Grunde genommen hat mir dabei am allerbesten halt Beetlejuice selber gefallen. Ich fand diese Leistung von Michael Keaton einfach mega genial. Ich mochte einfach diese Figur Beetlejuice. Weiß ich nicht. Es hat mich gestern, ich habe nur gedacht, mein Gott, ich mag die Ideen teilweise. Ich mochte auch dieses Wartezimmer, wo sie da sitzen, diese einzelnen Figuren, die fand ich damals schon toll. Mag ich nicht. Aber dieses mit diesem Wüste dazwischen mit diesem Wurm und so weiter, nein, fand ich jetzt noch schlechter, als ich es damals fand. Und ich fand auch Alec Baldwin nicht gut in der Rolle. Ich fand ihn nicht sehr überzeugend. Später bei 30 Rock finde ich ihn genial. Aber es war jetzt nicht mehr so hundertprozentig meins. Also damals fand ich Beetlejuice genial. Und ja gut, aber da habe ich auch am liebsten die Stelle mit Beetlejuice halt gesehen. Ja, also ich muss sagen, ich mochte ihn diesmal lieber als früher und ich glaube einfach, dass mein Geschmack sich gerade verändert. Ja, und jetzt muss ich einfach gucken, wohin und ich muss Dinge ausprobieren. Es ist ja auch wieder sehr viel passiert in meinem Leben und es ist einfach eine neue Phase. Das ist genauso, wie ich jetzt ja die dunklen Haare habe. Ich hatte ja schwarze Haare eine ganze Zeit lang und damit mochte ich mich persönlich am liebsten. Ich mochte mich nicht unbedingt auf Fotos am liebsten, aber ich habe, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, mochte ich mich halt am liebsten. Und jetzt habe ich wieder dunklere Haare. Sie sind im Moment nicht so dunkel, wie sie auf dem Video aussehen, aber es ist ja, ich mag auch am liebsten im Moment schwarze Kleidung zu tragen. Also ich werde mich wahrscheinlich mehr in Schwarz jetzt sehen. Es ist einfach, es verändert sich gerade bei mir etwas und ich muss nicht sagen, dass ich dadurch unglücklicher werde. Nicht, dass ihr sagt, Susina trägt jetzt Trauer. So ist es mal nicht, die kommt von der bunten Phase runter. Aber vielleicht brauche ich nicht mehr dieses überdreht, bunte, fröhliche gerade. Vielleicht ist es das, vielleicht brauche ich das einfach nicht mehr. Vielleicht brauche ich im Moment eine gewisse Weirdness, vielleicht auch ein bisschen dieses dunkle, düstere, das ist so im Moment ja auch total mein Humor. Und keine Ahnung. Aber das Leben ist Wandel. Man kann sich verändern und man sollte sich verändern. Und man sollte einfach auch mit den Phasen des Lebens mitschwimmen. Und bei mir merke ich einfach, vielleicht ändert sich gerade was von der Phase. So, dann fangen wir an mit etwas, was ich lese von Meg Cabot, Victoria und der Graf, eine Sweet Romance. Und ich muss sagen, dass ich es bis jetzt nicht so sonderlich toll finde. Es ist auf Seite 42. Gut, ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr einen Charakter wie Mia erwartet und nicht eine, die mal gleich sagt, dass sie Tiger abgeschossen hat als Hauptcharakter, was ich nicht so sonderlich sympathisch finde, wie ihr euch denken könnt. Wenn es ein Scherz war, habe ich vergessen zu lachen. Nicht, dass ihr dabei seid, aber ich finde das nun mal nicht so unbedingt Dings. Außerdem, okay, das hat sie vielleicht mit mir gemeint, sie ist noch sehr naiv und aber dabei auch sehr bestimmt und zickig. Irgendwie geht bei mir der Mix von dieser Person noch nicht auf, kann aber sein, dass sich das alles gibt und fängt. Ja, also gerade ist das weniger meins, aber ich beiß mich da jetzt so langsam durch, weil vielleicht bin ich auch einfach nicht in Stimmung dafür und deswegen lese ich jetzt hier verschiedene Genres. Wir werden sehen. Ansonsten ist es nichts weiter als eine ganz normale Regency-Geschichte. Sie kommt aus England, aus Indien und kommt jetzt in England an. Was ich süß fand, war, dass sie sagt, oh, ist hier gerade Regenzeit. Das fand ich recht süß. Aber sieht eigentlich nicht nach Indien aus. Ja, nee, ist auch nicht so ganz, ne? Wieso? Ja, wieso? Sie
Engländerin aus Indien? Ja, weiß ich nicht. Nein. Jedenfalls werden wir sehen. Wir werden sehen, wie es mir dann letztendlich gefällt. Okay, bei mir bleibt alles, wie es ist. Ich habe mir ausgeliehen von Jack Maggot Phillips, Beast und Bethany, nicht zu zähmen, eine ungeheuerliche Freundschaft. Klar, musste ich natürlich ausleihen, war ja typisch. Und ich muss sagen, ich habe heute Morgen erstmal ziemlich geschluckt. Genial, oder? So, hier sind also auch wirklich richtig, richtig tolle Illustrationen drin. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so, aber schaut mal. So, und da geht es halt, also ich habe jetzt 21 Seiten gelesen und bin gleich geschockt worden. Ja, so kann es passieren. Vom Besuch einer Tierhandlung bis zum letzten oder bis zum ersten Haps, den das Biest halt tätigt. Und ja, ich war also im ersten Moment ein bisschen geschockt, aber jetzt, ich glaube einfach, dass es mir gut gefallen könnte. Mal gucken, was da noch so kommt. Es geht hier halt um das Biest, das sehr gerne wohl auch Kinder isst. Also so ein bisschen wie die Knusperhexe. Ich meine, Hänsel und Gretel, immer mein favorisiertes Märchen gewesen. Also von daher denke ich mal, dass das ganz interessant werden könnte. Ihr seht hier, schön, das könnte man jetzt einfach so abholen. Also ich glaube, das ist nicht so gerade clever fertig gemacht. Egal. Ja, auf alle Fälle mit Beast and Bethany. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gelesen. Ich erwarte von dem Buch reichlich, muss ich sagen. Es ist garantiert bitterschwarzer Humor. Mal schauen, wie sehr mich das Ganze bei der Stange halten kann. Aber die Chancen stehen gut. So, wenn ihr gesehen habt, bei der Bücherei irgendwann, in irgendeinem Video werde ich es euch erwähnt haben, dass ich mir Legendtopia im Band der Zauberin ausgeliehen habe und einfach von dem Eindruck, den mir der Klappentext gegeben hat und die ersten Sätze halt völlig begeistert war. Ja, jetzt bin ich auf Seite 96 und ich muss sagen, es ist wirklich nur was für Kinder. Also zumindest mein Eindruck ist das. Der Schreibstil ist eher flach, die Emotionen nicht unbedingt immer nachvollziehbar. Sie sind halt sehr, ich denke mal, actionorientiert, aber wirklich emotional bin ich einfach nicht bei den beiden dabei. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum sie gerade so handeln, wie sie handeln. Ich habe einfach zu viel Distanz zu den einzelnen Personen, dass ich es nicht richtig greifen kann, warum sie so handeln würden, und mir leuchtet es nicht unbedingt ein. Ich glaube, da bräuchten sie eigentlich mehr Emotionen, um dahinterher zu kommen, hinter dem, was da gerade passiert. Und der Schreibstil ist halt wirklich auch nicht das Überragendste, was schade ist, weil der Anfang war, klang auch richtig gut, aber ja, was aber schön rauskommt, ist eigentlich, wie magisch unsere Welt ist, wenn man sich das mal überlegt. Wir gucken immer so auf die magischen Welten, die uns hoffentlich umgeben. Diese ganzen Paralleluniversen, die es vielleicht geben mag. Ja, manchmal hoffentlich und manchmal hoffentlich und nicht. Und denken, oh, die haben Drachen und die haben diese ganzen Sachen. Aber wie magisch ist im Endeffekt unsere Welt, wenn die hierher kommen würden? Ich meine mal die Ringgeister oder, ja gut, die Ringgeister vielleicht nicht, weil ich weiß ich gar nicht, wie weit die noch denken und die Emotionen und so weiter und wirklich haben. Aber wenn wir jetzt nehmen wir Frodo. Frodo würde jetzt hier in dieser Welt landen, wäre diese Welt wahrscheinlich für ihn um Längen magischer als seine eigene Welt. Ich meine, alleine die Autos, alleine das Licht, das angeht, Flugzeuge, weil du auf einen Knopf drücken kannst und jeder kann es bedienen. Das ist ja die Magie hoch 10. Da ist jetzt nicht so ein Zauberer, der vielleicht ein Feuerwerk entfachen kann. Nein, da sind ganz viele Leute, die das machen können, mit mehr oder weniger Erfolg und vielleicht auch mit einer Notaufnahme hinterher. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das kommt eigentlich recht gut rüber, dieses, in was für einer magischen Welt wir eigentlich leben, wenn wir es mal mit den Augen von jemandem, der vielleicht Drachen, Einhörner und Menschenfresser kennt, aber, und auch weiß, dass es Hexen gibt, aber ja. Und ich, Mäuschen, willst du uns alle erschrecken? Ist doch nichts. Nein. Alles gut. Alles gut. So, was wollte ich euch jetzt noch sagen? Ach ja, und ich finde einfach, dass es zu wenig Beschreibungen sind, auch zu wenig visuelle Beschreibungen, zumindest für mich. Wie zum Beispiel, da wird jetzt ein Herd lebendig und ich finde einfach, dass da noch mehr
Beschreibung hätte sein können. Aber es ist ein Kinderbuch, es soll Kinder ja auch bei der Stange halten. Erwachsene tun sich damit wahrscheinlich leichter, wenn dann auch Beschreibungen sind und in Emotionen und so weiter reingegangen wird. Oder mehr erklärt wird auch, warum, wie jemand handelt oder so. Also letztendlich ist es für mich ein bisschen flach und ich bin tatsächlich am Überlegen, es abzubrechen. Ja, und für mich ist, ich habe, glaube ich, gerade ein Buch gefunden, in das ich mich richtig eingelebt habe, das mir richtig gut gefällt. Ich zeige euch den Nachfolger eigentlich, weil da wurde das Pferd mal andersrum aufgezäumt. Von Alice Hoffman gab es doch die zauberhaften Schwestern. Das Buch ist aber auch rausgekommen unter dem Titel Im Hexenhaus. Ihr erkennt ganz klar Nicole Kidman und Sandra Bullock. Den Film, er gehört garantiert mit zu meinen Lieblingsfilmen. Wenn er nicht ein bisschen gruselig wäre, würde ich den viel häufiger gucken. Aber ja, und dazu das, also Im Hexenhaus habe ich tatsächlich auch nicht besonders gerne gelesen. Ich habe sie auch ganz oft gesagt, wenn, dann guckt euch lieber den Film an. Der ist wesentlich schöner, schon alleine wegen dem Haus. Das muss man gesehen haben. Ja, und jetzt kam ja dieses Buch auch nochmal unter einem neuen Titel raus. The Rules of Magic. Allerdings als zweiter Teil. Den ersten Teil lese ich gerade. Sina wird euch das sicherlich eingeblendet haben. Lese ich halt den ersten Teil, The Rules of Magic 1. Und das ist die Vorgeschichte zu diesem Buch. Es ist halt auch die Geschichte von den beiden Tanten. Wenn ihr den Film kennt, dann wisst ihr, welche Tanten ich meine. Die Tanten von den beiden, die ja Hexen sind und in diesem wahnsinnig schönen Haus leben. Es ist halt, diese Hexen sind ja nicht Hexen, die sagen, Abracadabra, du bist eine Kröte. Nein. Da geht es mehr um Rituale, es geht um Tränke, um Tees, Kräuter und ihre Wirkung. Es gibt Mutmachtee und solche Sachen. Natürlich haben sie auch eine etwas dunklere Seite, wenn es halt um irgendwelche Liebeszauber oder so etwas geht. Aber ihr habt nicht diese Magie, diese große Magie, wie sie Hexen hauptsächlich auch in Kinderbüchern haben. Und vor allen Dingen, ich habe es jetzt ja auch gehört, wir haben heute Morgen auch noch darüber gesprochen, dass viele sagen, die Ideen und so weiter, alles toll, aber es ist wenig Emotion drin. Ich muss sagen, also viele stören sich halt am Schreibstil und ich hatte das gelesen und hatte auch bei den Bewertungen geguckt zu dem Buch. Alle, ja, am Schreibstil stören sich die Leute halt viel. Ich muss sagen, ich habe reingelesen daraufhin und muss sagen, das ist genau der Schreibstil, der mich sofort reinsaugt. Aber das ist wahrscheinlich eine absolute, ja, Geschmackssache. Genau, so, und das kommt eben immer darauf an, ob man jetzt jede Emotion auskosten muss oder ob man einen Unfall, der hier ja auch geschieht, also hier nicht in dem anderen Buch, ob der wirklich genau beschrieben werden muss, ob die Emotionen richtig beschrieben werden. Ich mag es manchmal, wenn es eine distanziertere Erzählweise gibt, die habe ich hier. Und ich finde es einfach großartig. Also für mich ist es gerade das Buch wahrscheinlich von diesem Jahr bis jetzt mein Highlight. Es hat lange gebraucht. Nevermore war ja ein ganz klarer Anwärter darauf. Aber ich muss sagen, dieses Buch gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist natürlich auch so, wenn man den Film kennt, dann kennt man natürlich auch die Tanten. Wie sind die Tanten so geworden, wie sie jetzt sind? Wie viel Tradition steckt dahinter und so weiter? Das sind natürlich auch so Sachen, die ich im Hinterkopf habe. Ich habe natürlich hier Stocker Channing, die ja ganz großartig war als die eine Tante. Die andere hieß Diane Wiest. Genau, Diane Wiest ist ja die andere. Gut, die würde jetzt nicht unbedingt mit der Beschreibung aus dem Buch übereinstimmen. Die hat eher schon was von Nicole Kidman. Aber sie sind ja auch schon Eltern, die Tänchen. Ja, und das reizt mich momentan total sehr. Und ich freue mich, dass es dazu jetzt diese Vorgeschichte gibt. Und ich bin mit dem Buch momentan absolut happy. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich drin war. Aber jetzt hat es mich. Und ich warte nur darauf, dass ich
weiterlesen kann. Es ist übrigens ein Rezensionsexemplar, ja. Und das andere ist, dass man auch erstmal sich ein bisschen bockbeinig gestellt hat. Ich habe gesagt, okay, willst du das, die Vorgeschichte lesen? Sie hat gesagt, ah nee, ach nee, Stadt, nein, wenn, ach, dann ist dann alles nicht so drin, was ich haben will. Aber jetzt hat Mars wirklich eingefangen und sie erzählt mir sehr, sehr viel von dem Buch und ist wirklich begeistert. Es ist ja auch eine Sache, wenn ich an zauberhafte Schwestern denke, dann denke ich an dieses Wahnsinnshaus. Ich denke an den See, an den tollen Garten, an diese wunderschöne Stadt, das Städtchen, dieser Küstenort. Und auf einmal soll diese ganze Handlung in New York spielen. Das war für mich jetzt echt schwierig, weil ich wollte Hexenhaus. Ich wollte da wieder hin. Ich wollte nicht nach New York. Aber ich muss sagen, es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ich verstehe jetzt auch die Geschichte besser. Für mich macht das Ganze gerade Sinn. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude daran und ich hoffe, ihr habt eine richtig, richtig schöne Woche. Dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis dann. Ciao.